Liebes Publikum, liebe Twitch-User, wir haben uns mit dem Thema Germany says welcome und Flüchtling auseinandergesetzt. Wir haben vor einem Monat bei Jugendhackt West ein Projekt gestartet, das sich jetzt entwickelt hat. Wir hatten damals ein paar Ideen, die haben wir auch umgesetzt, zum Beispiel eine Karte mit allen Ausländerbehörden. Wir haben einen FAQ-Bereich, wir haben eine Tauschbörse und einen Übersetzungsbereich, also ein paar Funktionen, die wir damals schon eingebaut haben und hatten noch so ein paar in Planung. Zum Beispiel ein Mentoring-System, bei dem die Flüchtlinge eintragen können. Ich suche einen Mentor, eine Art Integrationshilfe, die individuell Hilfe gestaltet und die haben wir jetzt auch umgesetzt bei diesem Jugendhackt. Und da fangen wir einfach mal an und stellen euch mal unsere Website vor. Also, auf der Webseite bieten wir die gleichen Features wie in der App. Wie man sieht, wir haben zwei Bereiche, der Refugee-Bereich und der Volunteer-Bereich. Man kann auswählen, ob man Refugees, Hilfe braucht oder Hilfe anbieten will. Das Ganze ist an einen Account geknüpft, der freiwillig ist. Heißt, man kann die meisten Features ohne Account benutzen, aber für Sachen wie das Mentorensystem wird dann ein Account benötigt, damit wir entscheiden können. Also das sind halt sehr wichtige Daten und da sollte nicht jeder irgendwie rankommen. Außerdem, die Webseite basiert auf Bootstrap. Das Design ist also komplett responsiv. Dadurch können wir im Zusammenhang mit der App fast alle Smartphones abdecken. Das ist sehr wichtig. Genau. Wir haben auch eine App entwickelt. Die haben wir jetzt, also wir haben eigentlich beides parallel gehabt und wir hatten ein paar Funktionen schon drin und haben die jetzt um einiges ergänzt und die werden wir euch einfach mal zeigen. Wir haben hier, das sollte man jetzt sehen, den Bereich, da sieht man die aktuellen Angebote von der Tauschbörse. Jetzt gehen wir mal in das Profil. Man kann sich das Profil anschauen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mentor sucht. Das ist schon implementiert. Wir haben ein Phrasebook. Das sind die wichtigsten Übersetzungen. Da haben wir ganz viele verschiedene Kategorien, die wir uns anschauen können. Es ist Englisch, Deutsch und Arabisch. Wir haben noch vor, ein paar weitere Sprachen reinzubringen. Dazu haben wir einen FAQ-Bereich, wie schon erwähnt. Da sind Kategorien im Moment, in denen Fragen drin sind. Wenn jetzt ein Flüchtling sagt, okay, ich habe eine Frage zum bestimmten Thema, wir haben auch dazu die Möglichkeit, auf der Website und im normalen Bereich das anzeigen zu lassen. Und Nutzer, die von uns zugelassen wurden, können dann auch die Fragen, die gestellt wurden, beantworten. Wir haben dann noch die Karte, wie erwähnt, mit den ganzen Ausländerbehörden und allen Wi-Fi-Hotspots in ganz Deutschland mit Informationen dazu, um sozusagen ein generalistisches Hilfesystem für Flüchtlinge entwickelt zu haben. Die Techniken dazu wird euch jetzt der Jan erklären. Ja, also wir haben unter anderem jQuery eingebunden. Darüber läuft unsere Übersetzung von der Website. Das ist eine ganz normale Library, die wir jetzt noch ein bisschen modifiziert haben mit Icons und so weiter. Ja, genau. Und für die Android-App haben wir Java benutzt und die ganze Webseite ist aufgebaut mit HTML5 und JavaScript, um die ganze Webseite dynamisch zu gestalten. Und für das Design haben wir Bootstrap verwendet, weil das schnellstmöglich eingebunden werden kann, sodass das Projekt möglichst schnell umgesetzt werden kann, weil es wird ja unbedingt benötigt. Sehr gut. Und noch einen kleinen Kommentar zu den derzeitigen Geschehnissen mit dem Wahlkampf in Köln. Ja, genau. Wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben, wurde gestern die Henriette Reker, Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt in Köln, wegen ihrer weltoffenen Flüchtlingspolitik angegriffen und schwer verletzt. Wir hatten letzte Woche noch ein Gespräch mit ihr. Sie unterstützt auch Germany Says Welcome und wir möchten ihr an dieser Stelle gute Besserung wünschen und viel Erfolg heute bei der Wahl in Köln. Vielen Dank. Ich hätte noch eine kurze Frage, weil es gerade zum zweiten Mal kam, Bootstrap. Was, also nur ganz kurz bitte erklären, was ist das? Was macht man damit? Wofür könnte man das gebrauchen? Also Bootstrap ist ein Web-Framework, das erleichtert einem viel, also es nimmt einem viele Aufgaben ab. Zum Beispiel dieses Responsive, also dass die Website auf jedem Gerät schön aussieht. Das wird quasi mitgeliefert und man hat da nicht so viel Arbeit damit. Also fast jeder arbeitet eigentlich mittlerweile damit. Ah ja, nur ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Na toll. Vielen Dank. Nochmal eure Geräte. Ja. Ganz kurz noch, der ganze Code ist auf GitHub und wir haben eine Facebook- und Twitter-Seite und alle, die Lust haben und uns unterstützen wollen und selbst coden können oder einfach uns teilen möchten, kommt vorbei. Unsere Website ist germany-says-welcome.de. Das sind alle Informationen dazu. Vielen Dank. Vielleicht ja mit dem Facebook zusammentun.